On an early December morning, snow is falling, bright lights are glowing. There will be a lot of snow, it's Christmas. Ist gekauft, ihr kommt mit auf Tour. Der Thorsten Eisenmenger und ich, uns ist ja dieses Lied sozusagen als Projekt eingefallen. Wir haben zusammen sehr viele Konzertbesuche gemacht und bei einem Konzert in Essen haben wir dann Jenna kennengelernt und getroffen und waren beide der Meinung, dass sie auf jeden Fall die Sängerin ist, die das Lied singen sollte. Wir alle machen unser Leben durch, jeder hat Probleme, jeder hat Auf und Abs und mit der Musik kann man so ein bisschen über seine Problematik quasi sprechen mit der Musik und das ist dann in der Regel auch das, was dann vielen weiterhilft. Ich mache ja schon seit über 40 Jahren lang Musik und habe jetzt seit über 20 Jahren Multiple Sklerose. Genauso lange bin ich jetzt Mitglied im Landesverband der DMSG in Nordrhein-Westfalen. Als wir dann im letzten Jahr auf die Reha-Care gefahren sind, haben wir auch die Kollegen kennengelernt vom Bundesverband der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft. Und das Lied kam so gut an, dass wir dann überlegt haben, eine Internet-Challenge daraus zu machen. Er ist in diesem Fall auf mich zugekommen, weil sie Hilfe bei der Umsetzung des Titels brauchten. Und ich habe das große Glück, ich und meine Familie, wir sind gesund, aber ich finde, es ist wichtig, auch mal was zurückzugeben. Mir gibt es ganz viel, wenn ich irgendwie auch irgendwas weitergeben kann, sei es musikalisch, sei es der DMSG zu helfen und sie zu unterstützen. Ich finde, so eine Gebereigenschaft ist eigentlich, was ich schon immer habe. Das hat mir meine Mama, glaube ich, gut ans Herz gelegt, dass man eigentlich jedem Menschen auf der Welt helfen sollte, der Hilfe braucht. On an early December morning, snow is falling, bright lights are glowing. There will be a lot of snow. Ja, durch das Covid-19-Virus ist auch mein Beruf eingefroren. Also ich habe leider nicht die Möglichkeit, die Bühnen gerade zu bereisen, wie ich es sonst kenne und liebe, was auch ganz wichtig und ein großer Bestandteil meines Lebens ist, dass ich unter Menschen bin. Ich habe von März bis Juni gar nichts gemacht und man ist so ein bisschen überfordert mit sich selbst, wenn man gar nicht weiß, wann geht's denn weiter. Happy Holidays! Happy Holidays, a Merry Christmas and a Happy New Year. Ich glaube, dass die Happy Holiday Challenge da einen großen Teil zu beitragen kann, dass wir es schaffen, uns untereinander wieder zu pushen, nach vorne zu kommen, gute Laune vor allem zu versprühen, weil gerade mit diesem Lied und mit dem gemeinsamen Singen, da kommt einfach gute Laune auf, da wird auch mal die ein oder andere negative Gedanke in den Hintergrund gedrückt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns da gegenseitig anstecken können, auch mal über unseren Schatten zu springen, weil wir sind ja nicht alle die besten Sänger, aber ich glaube, wir können alle trotzdem sehr viel Spaß dabei haben, wenn wir uns einfach mal was trauen, was wir sonst nicht so oft machen. Jetzt schon? On early December morning, snow is falling, bright lights are glowing. There will be a lot of snow this Christmas. Gather round warm fireplaces, happiness in children's faces. Happiness, we're all around. It's Christmas. Happy holiday. Happy holidays. A Merry Christmas and a Happy New Year. Happy holidays, happy holidays, a Merry Christmas and a Happy New Year. Macht einen Spaß euch selber und anderen und vergesst dabei nicht, dass ihr mit jeder Aufnahme, die ihr macht, auch was Gutes tut für Menschen, die an Multiple Sklerose leiden. Also macht einfach mit. Richtig, ein abgerissen.
Aber ich hoffe, dass das Jahr 2021 natürlich schöner wird als das Jahr 2020. Es hat viele erschüttert. Ich wünsche jedem, dass es von Beginn an einfacher wird und dass wir alle mehr zusammen sein können, ohne uns irgendwie Schaden zuzufügen durch Nähe. Hört nicht auf zu lieben, seid alle lieb zueinander. Wir können das alle nur gemeinsam durchstehen, egal was kommt, egal was in der Welt passiert. Durchhalten und Nächstenliebe ist so groß geschrieben, was ich dazu eigentlich nur sagen kann. A Merry Christmas and a Happy New Year. Macht auf jeden Fall alle mit bei Happy Holidays. Woo!